Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim in Hübsch. Und wir müssen jetzt einen weiteren Schrei lernen und gehen dazu in den Innenhof von Hortka. Boah, die erinnern mich irgendwie aus Bioshock Infinite an diese Hexengräber, die immer ihren Sarg auf dem Rücken hatten. Naja, egal. Ja, du bist heute sehr gesprächig, ne? Vor allem Dingen diese Lippensynchronisation. Komm. Genial. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wuld beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wuld! Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Fuß! Geht zu Meister Bo. Er wird sein Wissen über Wuld mit euch tragen. Uhuhu. Das ist so cool. Es wäre so cool, wenn man das einfach so machen würde. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. So. Jetzt Wirbelwind auswählen, oder? Nein. Falsch. Hier. Ja, Wirbelsprint. Zack. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprint vorführen. Anschließend das ist schön. Seid ihr dran. Aber erstmal. Was ich ganz dringend machen werde, ist die Taste. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen eingreife, aber. Hä? Ach da. Entschuldigung. Steuerung. So, ich werde die Taste für Schrei Macht auf M3 legen. Also auf meinem Mausrad. Dann nochmal in der Mod. Realistic Needs gucken, warum. Okay, das läuft alles. Scheinbar. Okay. Master Bori? Bex. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch gerne neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Ja. Weg! Ha! Das ist doch cool. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tomb erlernt habt. Bisher kannte ich eben die schnell. Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, das wäre für jeden so einfach gewesen. Ja, wir sind als erstes mal überheblich. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Okay, warum kehren die Drachen zurück? Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Okay. Ihr könnt mir sicher noch mehr erzählen. Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraushaben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen. Lasst euch durch eure mühelose Beherrschung der Stimme nicht zu der Arroganz der Macht verleiten, die schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Okay. Wo war das?
Nein, 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 nein. Okay. Möge ich werde einfach der Himmel gehen. euch leiten. Ja, danke schön. Wir werden jetzt einfach hier runterspringen. Jo. Ups. Ich glaube. Aua, das war keine so gute Idee. Ah, jetzt müssen wir es nochmal machen. Ja, Dummheit muss ja schließlich bestraft werden. Also, einmal vorspulen ab jetzt. Oder auch nicht. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wuhlt beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wuhlt! Na? Da, zack. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Fuß! Ha! Geht zu Meister Bori. Er wird sein Wissen. Gib mir deine Macht. So, und jetzt müsste ich nochmal den Wirbelwind ausrüsten. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwind-Sprint vorführen. Anschließend das mal. Seid ihr dran. Meister Bori? Bex! Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Ja, dann öffne das Tor doch mal. Bex! Ja, super, ich bin fertig. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ja. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Das meinst du auch? Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Ja, dann würde ich sagen, der Himmel über euch, die Stimme in euch. Ich laufe mal. Und wohin muss ich? Da vorne hin. Das bedeutet, jetzt kann ich aber einmal zur Drachenfeste. Und ich habe, glaube ich, sogar auf dem Weg was mitgenommen. Das könnte ich jetzt endlich verkaufen. Und zwar an die Schmieden. Hoffe ich mal. Ich hoffe es. Und dann habe ich endlich meine 1000 Goldstücke für ein Pferd parat, was ich dann zum schnelleren Fortbewegen nutzen kann. Was sehr cool wäre. Ach, ich liebe... Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf, das Briesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Okay, und wie viel kostet das? 5.000? 10.000? Naja. So. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Eigentlich nicht. Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Ich sage nicht, dass ich der Beste... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich möchte 1000 Gold bekommen, damit... Mist.
mal Weißlauf-Axt. Eisendolch, kaiserliches Schwert. Komm, das kann weg. Dann habe ich davon nichts mehr, aber... ich habe nichts mehr, was ich ihr anbieten kann. Das ist doch... Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Wart mal, ich kann... Kennt ihr meinen Vater? Nein. Er ist der Vogt oben. Ich möchte die Schmiede benutzen und gucken, ob ich vielleicht was herstellen kann. Genau. Was ich ihr nachher verkaufen kann. Super, jetzt habe ich einen Pelzhelm hergestellt, den ich auch noch verfeinern kann. Herstellen. Ja. So. Ich helfe mein... Werft einen Blick darauf. Ja, tue ich, aber ich möchte gerne, dass Olga dir jetzt diesen Pelzhelm verkauft. Bis zum nächsten Mal. Ich habe auch immer zu wenig. Hat der Typ bei der Karawane vielleicht draußen etwas mehr Geld? Oder den Hofmagier? Ich könnte den Hofmagier fragen. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, super, jetzt bin ich hier am Laden. So einfach wieder zurück zur Drachenfeste. Ja. Jetzt habe ich zwar nochmal einen Ladescreen, aber ich hoffe, der geht schneller vorbei als der erste. Nein, tut er nicht. Schade. Schade, schade, schade. Egal, dann, Ach doch, es geht einigermaßen. So. Jetzt habe ich hier nochmal ein Ladescreen, ne? Ja, natürlich. Wieso dann auch nicht? Also, das ist, wie soll ich sagen, die Aufnahme der schwarzen Bilder. Mit Stufe 5. Oh, geil, wie das Licht da reinfällt. Egal, ich möchte zu meinem lieben Freund, dem Magier. In letzter Zeit hat es... Werft einen Blick darauf. Ja. Und zwar würde ich dir gerne... Oh. Ich kann dir auch nicht viel verkaufen. Die Rolle des Feuerballs kann ich dir verkaufen. Armsinniger Seelenstein. Ein Dieb kann ich dir verkaufen. Und das war's dann auch wieder. Ich komme nicht ihr auf meine 1000. Wenn ich das jetzt... das würde auch nicht genügend. Es wird auch nichts bringen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch irgendjemandem tödliche Gifte geben. Das wäre vielleicht mal sinnvoll. Oder ich mache dir eine Mission noch ohne Pferd und dann habe ich jetzt eine Viertelstunde wieder verpennt. Wenn ihr aber... solltet ihr bei Arcadias Kuhverkesse vorbeischauen. Oh. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturm der sowohl Mensch als auch Gott ist. Ja, vielleicht. Nein. Es ist ja Wustja. Wurde von den Neuen dazu gesalbt. Sein heiliges. Wie kommt der denn plötzlich hier hin?
Nein. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein. Genau das Richtige für euch. Haus Graumähne. Früher nein, war ich auch möchte... ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Da. Oder war das der Richtige? Willkommen, Kind. Mögen die Götter euch segnen. So ist es. Der Tempel hier in dieser Stadt untersteht meiner Obhut. Der himmlische Segen der Göttin hat zweifellos dazu beigetragen, aus Weißlauf eine blühende, wohlhabende Stadt zu machen. Schließlich ist sie es, die unserer Saat Regen schenkt und an Erntetagen für gutes Wetter sorgt. Erzähl mir was über den Tempel. Das ist der Tempel von Kynaret. Der gülden Grünbaum vor seinen Türen wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Die Anhänger von Kynaret spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Warum? Ein großer toter Baum ist nicht sehr inspirierend, wenn man kommt, um die Göttin des Windes und des Regens anzubeten. Kynaret spendet Leben und wir brauchen einen lebendigen Baum als ihr Symbol. Ja, es gibt Möglichkeiten. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Ahnenschimmer ist älter als Metall. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Okay. Ah, jetzt habe ich... Ich halte das nicht aus. Macht, dass es aufhört. Mein Körper... Warte mal, jetzt habe ich... Steigert die Ausdauer um 25 Punkte. Oh. Okay. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja. Und hier wird nicht rumgetrödelt. Kannst du mal weggehen aus dieser Stadt? Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Gefertigt vom großen Eo. Sammlerstücke und Zier. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Seid ihr Brot und Eintopf leid? Hattet ihr kann ich vielleicht... Ja, ich kann auch was verkaufen. Granatstein, Granat... besitzt nur 16 Gold. Nein. Verdammt, es sind genau die 33, die ich noch... Du bist scheiße. 3, komm, ich nehme dich bis aus den letzten Pfennig aus. So, jetzt fehlen mir noch 12. Passt gut auf euch auf. Aus dem Ofen. Ich habe nicht. Muss ich das doch. Ist schon ärgerlich genug. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Gut, kann ich da vielleicht noch meine... Ja, ich habe meine 1000. Gut. Egal, dann... Dieser was hast du denn für ein Mikael. Problem? So wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflackten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt.
Ja, den gehört natürlich eine reingeschlagen. Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Ach, meine Faust. So, aber... frisches Obst und Gemüse zu essen. Natürlich machen wir jetzt einmal eine Pause. Speichern auch mal kurz. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.